Willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und König. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem wir über ein besonderes Thema reden wollen, nämlich über Polen. Polen wird von der EU mächtig gescholten. Ihr seid nicht rechtsstaatlich, ihr macht böse Dinge, ihr weicht ab vom Kurs der EU und deswegen kriegt ihr kein Geld mehr. Großer Aufschrei natürlich. Bei einigen sagen zu Recht, aber ein großer Anteil sagt auch, wozu denn das? Die können doch machen, was sie wollen, die sind doch souverän. Darüber wollen wir heute reden mit unserem besonderen Gast. Und wir, das sind Ewald König vom Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann, TV Berlin. Und unser Gast ist der Botschafter von Polen in der Bundesrepublik. Und das muss ich jetzt ablesen, André Schilewski. Ja. Richtig? Guten Abend, richtig, ja. Herzlich willkommen. Was ist denn das? Was ist los bei Ihnen, dass alle sagen, ja, die bösen, bösen Polen, die sollen uns dort dankbar sein, dass wir sie in die Freiheit geholt haben, 89? Ja, das stimmt einigermaßen. Das hat alles im Jahre 2015 begonnen. Also jetzt haben wir einen Gipfel der Bashing Polens, würde ich sagen. Das hat begonnen mit der Wende, mit der Wahl der neuen Regierung, die Deutschland und Europa nicht gefallen. Kaczynski, ja. Und ich muss vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich bin selbst Mitglied von Solidarność-Gewerkschaft und Anhänger von Solidarność-Bewegung. Und ich sehe in der Kaczynski-Regierung die echte Fortführung dieser Revolution, Erfüllung der, sagen wir, der Träume der ganzen Gesellschaft. Und deshalb war ich sehr verwundert auf die Reaktion, die hier im Westen zu sehen war. Das war für mich unverständlich. Schon damals, als wir die erste Justizreform angefangen haben, gab es Kritik. Und Sie müssen wissen, dass einer der Punkte, mit denen Kaczynski-Partei zu den Wahlen gegangen war, war Justizreform. Notwendigkeit der Justizreform wurde von ca. 70 bis 80% der Bevölkerung gewünscht, gewollt. Und als wir angefangen haben mit dieser Reform, des Verfassungsgerichts, dann Landesjustizrates und so weiter und so fern, waren wir immer kritisiert und mussten wir immer zwei Schritte nach vorne und einen Schritt zurückgehen. Das hat die Reform deutlich verlangsamt. Und diese Reform war um der Gerechtigkeit willen sozusagen. Der einfache Bürger sollte Gerechtigkeit bekommen, weil die Justiz allgemein sehr schlecht funktionierte. War korrumpiert, war sehr langsam, war sehr teuer. Und plötzlich erfahren wir von dem Westen so einen Widerstand. Ja? Und jetzt gipfelt das, wie Sie sagten, in der Drohung, dass die Mittel, die uns zur Verfügung gestellt werden sollten, gekürzt werden sollten und der irgendwelchen ja, aus der Luft gegriffenen Vorwurf, dass wir Rechtsstaatlichkeit verletzen. Darf ich noch mal kurz einfügen, bevor ja. Ewald König das Wort hat? Sie haben aber unterschrieben vor 15 Jahren, als Sie der EU beitraten, in Artikel 2, dass Sie sich an rechtsstaatliche Normen halten und die Unabhängigkeit der Justiz einhalten. Wenn in Polen jetzt der Justizminister der Generalstaatsanwalt ist, dann ist das doch nicht mehr unabhängig. Nee, das war so, als wir der EU beitraten. Der war damals auch zugleich Justiz, nicht der gleiche Person. Damals war der Generalstaatsanwalt zugleich Justizminister. Also das war immer schon so. Dann hat man das geändert, später. Und wir haben zu dem zurückgekehrt, wie es im Jahre 2004 war. Und wir waren mit dieser Konstruktion akzeptiert. Also das ist unverständlich, dass man plötzlich daraus einen großen Vorwurf macht. Und zweitens ist das wichtig für Effizienz der Justiz, dass diese Funktionen vereinbart werden. Ich weiß, dass so etwas wie Gewaltenteilung gibt. Und da gibt es vielleicht ein kleines Problem. Aber jedes Land hat ein bisschen anderes System. Justiz muss effektiv sein, muss auch Gerechtigkeit bringen. Das sind die Hauptwerte. Und Sie haben den Artikel 2 zitiert. Ich lese das vielleicht laut. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheit angehören. Diese Werte
Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnen. Das ist ein Katalog der Werte und es ist sehr, für mich als Wertephilosoph unmöglich, daraus eine Konstruktion zu entwickeln, die sagt oder die besagt, wie ein Rechtssystem aussehen soll. Jeder, der das jetzt gehört hat, hat zum Beispiel gemerkt, dass Gleichheit zweimal genannt wird. Einmal Gleichheit, das zweite Mal Gleichheit von Frauen und Männern. Das beweist, dass dieser Artikel interpretationsbedürftig ist. Und ich war immer dafür, in meinen Auftritten hier in Berlin, bei verschiedenen Angelegenheiten und Anlässen, dass vielleicht die Europäische Kommission diesen Begriff, jetzt nehmen wir den Wert der Rechtsstaatlichkeit, also den Begriff der Rechtsstaatlichkeit präzise definieren sollte, bearbeiten sollte, zunächst eine Konstruktion daraus zu gewinnen und dann diese Konstruktion an allen Ländern zu prüfen und nicht aus diesem Artikel 2, wo die Werte einfach numerativ genannt werden, plötzlich der polnischen Regierung, dem polnischen Parlament vorzuwerfen, dass wir Rechtsstaatlichkeit brechen. Dieser Begriff ist so verschwommen, dass er eignet sich nicht dafür, und solche Konsequenzen zu ziehen, die jetzt angekündigt wurden von der Europäischen Kommission. Also aus Sicht der Europäischen Union hat die polnische Regierung praktisch das Justizsystem unter ihre Kontrolle gebracht. Wie kann das kommen, dass die ganze Europäische Union dieser Meinung ist? Ist es ein Kommunikationsproblem, dass Polen das falsch nach außen verkauft hat? Aber es gibt ja viele Beispiele, dass es wirklich problematisch zu sein scheint. Ich würde sagen, Sie werden mir kein Beispiel nennen, wo es gezeigt werden könnte, dass polnische Regierung bzw. die Partei von Kaczyński irgendwelchen Einfluss auf konkrete Richter oder konkrete Verfahren hatte. Das ist unmöglich. In diesen 5 Jahren ist das nie geschehen. In vorigen 8 Jahren, als die Tusk-Partei in Polen regierte, war das mehrmals der Fall. Aber damals hat sich die Europäische Kommission daran gar nicht interessiert. Und jetzt, wenn es keine Wahl, plötzlich kommt es hoch. Und woraus resultiert das? Das resultiert aus der Aktivität der Opposition in Polen, die Wahlen verloren hat, die viele Anhänger hat in der Europäischen Union, in der Europäischen Kommission und falsche, lügenhafte Mitteilungen verbreitet. Und dazu kommen auch die 5 oder 6 Korrespondenten der deutschen Medien, die deutsches Publikum, deutsche Öffentlichkeit auch total falsch informieren über das, was in Polen geschieht. Ich jedenfalls würde mich schämen, wenn ein Politiker der Regierungspartei einen Einfluss auf ein Urteil hätte. Und das wird zum Beispiel im Fall von Verfassungsgericht, wird das immer wieder genannt, dass das Verfassungsgericht, wo 15 Richter stehen, hochqualifizierte Richter, viele Professoren, und man sagt in Deutschland, dass Kaczyński über die regiert. Mit welcher Begründung? Die Journalisten haben keine Tatsachen. Das sind laute Vermutungen ohne Begründung. Aber wenn man das 5 Jahre erzählt, 5 Jahre lang erzählt, wir kennen das aus russischer kommunistischer Propaganda, aus Goebbels Propaganda, 5 Jahre das Gleiche, und das steckt im Gehirn von allen. Ja? Und man ist überzeugt, dass in Polen Unrecht geschieht, was nicht der Fall ist. Was wir wollen, ist Gerechtigkeit, wie gesagt, für einfache Menschen, aber auch Gerechtigkeit für Firmen, weil die Prozesse im Bereich oder Verfahren im Bereich der Wirtschaft auch zu lange dauern und ungerecht enden, und dadurch daraus resultieren viele Pleiten. Und das geht auch die deutschen Firmen. Deutsche Firmen sollten auch interessiert sein für Verbesserung der Justiz. Unser Anliegen ist Verbesserung der Justiz und nicht Bruch der Rechtsstaatlichkeit. Wir, ich glaube auch die Kaczyński-Partei, ist bewusst, dass sie in 3 Jahren die Macht verlieren kann. Und das heißt, die Nachfolger werden mit diesen verbesserten Justiz arbeiten können.
Also Sie führen das auf Opposition zurück und auf Medien, also auf die Auslandskorrespondenten. Ja, eindeutig, die zwei Faktoren. Da muss ich jetzt fragen, Sie sind ja eigentlich Philosoph, Sie sind ja auch Professor in Philosophie. Sie waren Sympathisant und Mitgänger von Solidarność, von der damaligen Revolution. Jetzt sind Sie Botschafter. Hätten Sie sich damals gedacht, dass das hier Ihr Hauptberuf ist, dass Sie praktisch Ihr Land dauernd verteidigen müssen gegen Vorwürfe? Und ich habe einen anderen Botschafter eines Visegrad-Staates einmal auch länger befragen können und der hat selber gesagt, wir müssen uns ununterbrochen so viel verteidigen, irgendwas ist natürlich schon dran. An den Vorwürfen. Würden Sie auch so weit gehen? Nein, ich würde... Und dann warten wir, machen eine kurze Werbepause und dann haben Sie das Wort, darauf zu antworten. Ich schließe gleich noch eine Frage von mir an. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind wir alle im Missverständnis, was Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Und Rechtsstaatlichkeit in dem Sinne, wie Sie es vorgelesen haben, Artikel 2 der EU, des EU-Vertrages, es gibt keine EU-Verfassung, ist offen für Interpretation. Ja. Und daran entzündet sich das alles. Ich kann das beantworten, wie ich nach der Werbepause. Das, deswegen wollte ich die Frage noch mal kurz nachschieben. Wir machen kurze Werbepause, Herr Botschafter. Und die hören wir gleich. Gut. Kurze Pause, sind wir wieder da. Sehr hitzig heute. Zurück bei Brinkmann und König und zu Gast ist heute der polnische Botschafter Andrzej Cilewski und er hat das Wort. Naja, ich habe den Job angenommen in vollem Bewusstsein, wie schwierig hier meine Aufgaben sein können, aber ich bin nach so wie vielen 8 Jahren wieder nach Deutschland gekommen, weil ich war mehrmals Diplomat. Ich habe meine Karriere zwischen Diplomatie und Wissenschaft aufgeteilt. Also nach 8 Jahren bin ich wieder nach Deutschland gekommen, zu einem Land, der für Philosophie berühmt ist. Philosophie ist Argumentieren. Und ich war vorbereitet auf Boxen, auf Argumentieren. Und was habe ich festgestellt? Dass die Meinung schon fertig ist, also gebildet ist, dass fast keiner mit mir diskutieren möchte, dass meine Bitte auf Interesse seitens der Medien irgendwie gemacht wird. Also da, dass ich eigentlich selbst zur Öffentlichkeit, zum Publikum gehen muss. Und so bin ich immer mehr zu Veranstaltungen gefahren, um den Leuten 200, 300 Menschen quasi zu Fuß zu erläutern, was wirklich in Polen geschieht und nicht das, was die deutschen Korrespondenten schreiben. Ja? Und wir hatten hunderte Beispiele von Halbwahrheiten, aber auch von Lügen oder Fake News. Ich habe dem Chef von Axel Springer vor 2 Jahren, glaube ich, 11 Beispiele von Fake News, seine Medien in Polen. Er hatte 3 Medien in Polen und die produzierten Fake News, ich habe ihm das gegeben, nichts ist geschehen. Ja? Und deshalb würde ich nicht sagen, dass einiges von der Kritik stimmt. Meiner Meinung nach, es stimmt nichts. Aber ist es nicht eher so, was ich ja vor der Pause schon, vor der Werbepause angesprochen habe, dass wir ein anderes Verständnis haben von Rechtsstaatlichkeit, dass Sie unter Rechtsstaatlichkeit auch normieren, ja, wenn der Justizminister Oberstaatsanwalt ist, dass in einer Person die Exekutive und Judikative vereint ist, nach unserem Verständnis sollte und muss das getrennt sein. Also sagen wir, die Polen verhalten sich nicht im Sinne der Deutschen rechtsstaatlich. Ja, das ist richtig, das, was Sie betonen, weil dieser Begriff so verschwommen ist, dass jeder kann ihn anders interpretieren. Und ich sage, was in unseren Augen, in polnischen Augen, nicht der Rechtsstaatlichkeit entspricht. Und wir wollen immer recht behalten. Zum Beispiel, dass der Vizechef der CDU-Fraktion, ein Politiker zum Vizepräsidenten und nachher zum Präsidenten des Deutschen Verfassungsgerichts nominiert wird und weiter in der Partei bleibt. Aber dann ist der Posten ja getrennt. Anders als in Polen, wo das eine Person ist. War etwas vorher und wird dann etwas. Na gut, aber in Polen ist den Richtern verboten, in der Partei zu sein. Ja. Und das ist für uns eine der Bedingungen der Rechtsstaatlichkeit. Also ich zitiere das nicht, um Deutschland zu kritisieren. Wir erkennen deutsches System an,
Aber wir sehen, dass in der EU, in dem EU-Vertrag Justiz jedem Land sozusagen gelassen wird, wie er das Land sich das vorstellt. Und erst dann könnten wir Rechtsstaatlichkeit als, sagen wir, Kritikfaktor anwenden, wenn wir das besser definieren. Und deshalb habe ich immer wieder in Gesprächen mit deutschen Politikern, neulich mit Michael Roth, Vizeminister im Auswärtigen Amt, gesagt, es sollte zunächst ein Ausschuss in der EU oder in der Kommission gebildet werden, der diesen Begriff mit Spezialisten definieren würde und nicht als Wert, sondern als juristischer Begriff. Und dann könnten wir fordern, dass sich einzelne Staaten anpassen. Und da würde wahrscheinlich auch Deutschland sich anpassen müssen an einiges. Ja. Und so empfinden wir das jetzt als Druck, aus einem Wert eine Kritik rauszuholen, die meiner Meinung nach nicht gelten kann. Und wenn man das mit Kürzungen der Mittel verbinden, dann resultiert daraus ein mögliches polnisches Veto. Ärgert Sie nicht auch ganz besonders, dass zum Beispiel die EU nicht so reagiert im Falle von Malta, wo eine Journalistin ermordet wird? Regierungswissen. Ja. Bulgarien. Ja, das ärgert uns ja, sehr. Und das maßlos, teilweise wird das auch für Frankreich zitiert, wo, ja, wo diese Demonstrationen so gewaltig angegriffen werden. Und ja, aber wissen Sie, was Justizreform angeht, diese Angriffe dauern seit, wie ich sagte, 5 Jahren. Und vor 2 Jahren haben wir sogenanntes Weißes Buch mit detaillierter Beschreibung dieser Reformen präsentiert. Das sind fast 100 Seiten. Und für jede dieser Reformen haben wir ein Beispiel, ein funktionierendes Beispiel in einem Land gefunden. Einmal in Deutschland, für eine andere Reform in Spanien, andere Sache in Frankreich. Und wissen Sie, Premier Morawiecki hat das nach Brüssel geliefert und nach 2 Stunden wurde gesagt, es ist nichts wert. 100 Seiten kann man nicht in 2 Stunden analysieren. Das sieht man vor die Voreingenommenheit der Europäischen Kommission. Wir dachten, dass mit der Veränderung der Präsidentschaft, der Präsidenten, also mit Frau von der Leyen, eine Änderung kommt. Aber wir sind sehr enttäuscht, dass es nicht der Fall ist, leider. Polen war bisher der größte Nettoempfänger von der Seite der Europäischen Union, hat also sehr von der Mitgliedschaft profitiert. Wie kommt es, dass der Regierungschef Morawiecki die Europäische Union mit der Sowjetunion vergleicht? Das ist nur in einem Punkt, glaube ich, kann man das vergleichen, indem man nicht auf die Länder hört, sondern von oben, von der Europäischen Kommission, die Befehle quasi erteilt. Nur dieser Aspekt kann man so vergleichen. Andere Sachen sind total unterschiedlich. Aber wir verstehen die Europäische Union vielleicht ein bisschen anders als Deutschland oder Holland. Wir verstehen das als Bund der souveränen Länder und wir sehen die Tendenz zur Vereinheitlichung, zum Übergehen in Vereinigten Staaten Europas, also ähnlich wie Vereinigten Staaten Amerikas. Und das gefällt uns nicht sehr. Ich glaube, das ist eine falsche Entwicklung, die zur Unterteilung in Zentrum und Peripherien führen wird. Und im ersten Moment kann das vielleicht gut funktionieren, aber in 20, 30 Jahren kann das zur Zerstörung der Europäischen Union. Und in dem Sinne empfinden wir uns jetzt mit der Drohung von Veto als Retter der europäischen auch Werte, der europäischen Rechtsstaatlichkeit, als das Land, das sich wirklich an die Verträge halten will. Und wenn wir diese Verträge verändern sollten, dann müssen wir reden, müssen wir in Dialog treffen. Herr Botschafter, wird Ihre Regierung in Brüssel ein Papier auf den Tisch legen und sagen, das wird die neue EU und darüber müssen wir jetzt reden. Wir wollen eine Änderung. Oder wollen Sie auch austreten?
Nee, über den Austritt redet kaum einer. Also Änderung. Wir sind eigentlich glücklich in der Europäischen Union. Wir haben große Absatzmärkte bekommen. Wir entwickeln uns wirtschaftlich wunderbar. Was uns ein bisschen bedrohlich erscheint, sind Einflüsse auf etwas, was ich mit Hegel als Sittlichkeit, also Lebensweise einer Gesellschaft nennen würde. Und das war in der Verträgen ausdrücklich ausgeschlossen aus dem Bereich der Entscheidungen der Europäischen Kommission. Und plötzlich sind Sachen, die aus dem Bereich Sittlichkeit kommen, eine der Punkte, wo wir auch Rechtsstaatlichkeit brechen. Ja? Also Abtreibungsentscheidung im Verfassungsgericht gilt plötzlich als Bruch der Rechtsstaatlichkeit im Munde vieler EU-Politiker. Und das ist einfach unmöglich. Das sind pure Verletzungen des Vertrags. Also ob wir, das ist die Beantwortung Ihrer Frage, wir würden vielleicht lieber reagieren als agieren. Wir würden unsere Souveränität schützen und nicht nur wir. Ich glaube, im Interesse aller Länder, auch der kleineren Länder wie Litauen oder Slowenien oder Bulgarien, ist ihre Souveränität beizubehalten, auch wenn in diesem Moment vielleicht die Regierungen dieser Länder die Gelder, die sie bekommen, also wichtiger sind, aber in längerer Distanz ist ihre Unabhängigkeit, ihre Identität, ihre Kulturidentität wichtiger. Und wir sind dessen bewusst, weil wir um unsere Staatlichkeit gekämpft haben. Wir haben für über 100 Jahre unsere Souveränität verloren und wir haben sie mit Mühe und viel Blut zurückerlangt. Und deshalb wissen wir vielleicht besser als Slowaken oder auch Tschechen oder Slowenen, was das bedeutet. Und deshalb kämpfen wir, damit die Europäische Union das bleiben würde, was sie ist. Also ein Bündnis zum gegenseitigen Nutzen, ja, aber keine Beherrschung aus Brüssel für alle. Ja, genau. Sehen Sie in Ungarn Partner in diesem Kampf? Ja, das ist der wichtigste Partner in diesem Kampf. Ein Land, das ein bisschen ähnliche Geschichte hat wie Polen, war einmal Großmacht. Polen war vor 200, 300 Jahren eine der größten Mächte Europas. Ja? Und wir und Ungarn haben andere geschichtliche Erfahrungen. Vielleicht verstehen besser, was das Reichtum Europas ist. Und das Reichtum Europas ist, was das Johannes Paulus II. Mal gesagt, kulturelle Reichtum der Länder. Und wir sehen in diesem Druck auf Veränderung im sittlichen Bereich in allen Ländern ein Versuch des Brechens der kulturellen Identitäten, die Buntheit Europas kreieren und bilden. Und deshalb müssen wir uns verteidigen und freuen uns, dass die Ungarn mit uns sind. Aber neulich, Sie haben das wahrscheinlich auch gehört, Slowenien hat auch gegen diese Bedingung der Rechtsstaatlichkeit als Bedingung für mögliche Kürzungen oder Vergabe der Mittel. Slowenien hat sich angeschlossen und ich glaube, im Tiefen sind viele Länder mit uns, aber haben, glaube ich, Angst vor Konsequenzen. Wir sind am Ende der Sendung, Herr Botschafter, und wenn ich das richtig verstehe, ist, Sie bleiben bei Ihrem Standpunkt, aber bleiben auch in der EU. Ja. Bestimmt, ja. Bleiben Sie weiter ein guter Partner. Keine Poll-Exit-Pläne. Ja. Sehr gut. Wir bedanken uns, Ewald König. Und Peter Brinkmann, vielen bei Dank. Bei Ihnen, beim Botschafter von Polen in der Bundesrepublik. Wir konnten so viele Themen ja wirklich anreißen. Man müsste viel tiefer in manche Themen aber gehen. Danke aber danke für diese Einladung. Sie sind einer der wenigen, die mich einladen. Die aber anderen immer gerne. Zwei Minuten. Ja, aber das immer ist gerne. Wenig, um das zu klären. Ja. Vielen Dank, Herr Botschafter. Jetzt sagen Sie es mal richtig, wie man es sich ausspricht. Nachname? Ja. Przyłębski. Przyłębski. Aber das ist für Polen sogar schwierig. Wir haben es geübt vorher drei Stunden zusammen. Aber ich habe mal einen Scherz gemacht, dass mein Name sei eine erste Strafe für Deutschland. Okay. Vielen Dank. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Bis nächste Woche Dienstag, immer 18:15 oder 18:20, wenn sich die Nachrichten ein bisschen verschieben. Jetzt fängt es ein bisschen später an, dann sehen wir uns wieder. Und für heute vielen Dank, dass Sie dabei waren und tschüss.